Hallo Freunde, Raumportal ist eins der einfachsten und wichtigsten Merkmale im Positionsspiel. Zunächst einmal, was ist Raumportal? Wenn wir mehr Platz zum Manövrieren und Lavieren für unsere Figuren haben als der Gegner. Dabei hilft, besonders wenn wir Bauern in der gegnerischen Hälfte stehen haben, hier der B3 oder der C4 zum Beispiel, die nehmen auch noch im gegnerischen Lager Platz weg und damit den gegnerischen Figuren fürs Lavieren. Hier habe ich mal in grün eingezeichnet die 6 Felder, die wir im gegnerischen Lager kontrollieren, während bei Weiß hier nur 3 Felder anfallen, die bei uns im Lager sind. Also wir haben schon einen gewissen Raumvorteil. Und diesen Raumvorteil kann man oftmals nutzen, um ja, die Figuren besser zu koordinieren, guten Aufbau zu machen, um dann entsprechend zum Angriff überzugehen, zur Eroberung der Linie oder zu irgendeinem strategischen Merkmal. Und ich habe euch heute 2 Partien mitgebracht, wo es beim Thema Raumvorteil, ja, wirklich schön zu sehen ist, wie man sich den, also hier ist er ja schon vorgegeben, wie sich die eine Seite diesen Raumvorteil erkämpft. Ja? Und worauf der basiert, mit natürlich Strategie, aber kleine taktische Kniffe sind da auch immer bei, bleibt ja nicht aus. Ne? Und deswegen, Positionsvorteil ist gut und wichtig und sollten wir uns unbedingt merken. Und deswegen hoffe ich, habt ihr viel Spaß bei den nächsten beiden Beispielen. In dem Sinne. Lass uns anfangen. Und damit herzlich willkommen beim Schachstrategen. Schön, dass du dabei bist. Wir folgen hier der Partie von Michael Botwinnik. Und wir schauen und stellen fest, wo ist denn hier der Raumvorteil? Schwarz ist am Zug. Und ja, das sah aber im Intro anders aus. Ne? Stimmt, wir müssen uns halt diesen Vorteil erst erarbeiten. Und jetzt können wir mal gucken, was fällt hier überhaupt auf? Wo sind denn jetzt hier Stärken oder Schwächen oder sonst irgendwas? Und dann fällt uns hoffentlich irgendwie auf, dass dieses Feld C4 ein schöner Vorposten wäre. Ja, dass hier der Turm zum Beispiel mal sich hinstellen könnte. Ja, um die Verdopplung vorzubereiten zum Beispiel. Und ja, dieses Feld C4 scheint ein wichtiges zu sein, weil der Weiße das auch nicht mehr mit seinen Bauern kontrollieren kann, respektive im Augenblick nicht, weil die Dame hier diesen Bauern quasi im Weg steht. Ja? Jetzt müssen wir aber, ja, Turm C4, was soll das bringen? Ja? Nix, ist ein Bauer weg, das macht ja nicht so viel Sinn. Stimmt. Aber wenn wir schon mal das Schlüsselfeld erkannt haben, dann werden wir hoffentlich auch den richtigen Zug für Schwarz finden. Den hat Botwinnik natürlich gefunden, nämlich E7, B5. Und damit droht Turm C4 und dann könnten wir mit einem Bauern hier auf C4 zurückschlagen. Hätten schon wieder einen Bauern weiter vorne, mehr Raum. Ja. Und in der Partie folgte etwas überraschend, Turm schlägt C8. Hier müssen wir natürlich mal irgendwie eine Variante gucken. Dieses Aufgeben der C-Linie erscheint nicht sonderlich logisch zu sein für Weiß. Was ist jetzt, wenn ich jetzt einfach mal einen anderen Zug mache, wie A2, A3? Was ist jetzt die Idee? Ich könnte jetzt natürlich Turm C4 spielen. Aber, mal gucken, wenn er schlägt und ich schlage mit dem Bauern zurück, könnte die Dame hier aktiv werden. Dann hängt der Läufer. Ich komme ja hier auch nicht nach B8 gehen und so. Dann wird die Koordination meiner eigenen Figuren gestört. Und deswegen wäre es hier zum Beispiel super, super hilfreich, erst Dame A6 zu spielen, was die Kontrolle über B7 erhöht. Und wenn dann noch so Turm C4 kommt, droht die Verdopplung. Und dann würde ich auf das Schlagen eben das Feld B7 kontrolliert haben. Die weiße Dame hat kein Einbruchsfeld, muss also irgendwie wegziehen. Und jetzt, was ist die Transformation von diesem Bauernschlagen, von diesem Bauern? Wir haben nicht nur Raumvorteil, da wir hier 2 Felder im gegnerischen Lager kontrollieren. Nein, wir haben auch noch den B2 als Schwäche festgenagelt. Das heißt, ja, wir können so Züge wie
Dame B5. Damit er sich hier nicht auflösen kann, zum Beispiel. Der Turm von F8 kann jetzt nicht nach B8, weil der Läufer da steht. Da habt ihr recht. Aber dieser Turm wird dann eben entsprechend über die weißen Felder hier auf die B-Linie. Und dann stehen eben alle schwarzen Schwerfiguren und auch die Leichtfigur besser als die des Gegners. Wir haben eine Schwäche, die wir angreifen können und diesen Raumvorteil. Dann hätten wir schon eine richtig, richtig gute Stellung. Und naja, vielleicht war das der Grund, warum der Weiße sich dachte, naja, wenn ich hier dieses Schlagen zulassen muss, ist ja nicht das, was ich will, dem Gegner hier Raumvorteil schenken, dann tausche ich lieber den Turm ab. Ja, das war vielleicht die Idee. Objektiv besser ist es bestimmt nicht. Aber gut, da können wir ja nichts für. Rot wenig schlecht zurück. A3. Und jetzt können wir nämlich dieses Feld C4 nutzen zum Manövrieren, um ja, die C-Linie zu erobern. Ne? Weiß bekommt jetzt die C-Linie nicht mehr kontrolliert. Nicht mehr so einfach zumindest. Und wir spielen mal die nächsten Züge durch. Ihr seht, wie einfach das für Schwarz fällt, seine Stellung zu verbessern. Dame 6. Damit C6. So, damit haben wir die C-Linie endgültig kontrolliert. Und jetzt E3. Jetzt Weiß versucht, alles gedeckt zu halten. Ist auch völlig in Ordnung. Aber jetzt kommt der nächste. Wir haben eine C-Linie und jetzt kommt wieder dieser Schritt mit dem Raumvorteil. Wir holen uns noch mehr Raum. Treiben die gegnerischen Figuren noch weiter zurück. Und C1. F3. So. Natürlich kann man kann hier diverse Züge machen. Ja, man kann auch erstmal ein Luftloch machen oder den König vielleicht ran. Oder hier versuchen, die Dame schon direkt zu tauschen, wäre eine Option. Und Winnig hat sich dazu entschlossen, hier erstmal ein Luftloch zu machen und dem König, dass er richtig übers Zentrum sich nähern kann, falls es gleich wichtig wird. Denn Weiß hat ja keine großen Gegenspielmöglichkeiten. Ne? Läufer F2, jetzt Dame C4. Und jetzt schauen wir mal, Weiß spielt Dame D3. Und hier müssen wir natürlich wieder in die Varianten gucken. Warum schlägt er denn hier nicht auf C4? Und dann kommt wieder unser Raumvorteil zum Tragen. Aber hier kommt noch eine zweite Komponente dazu. Nämlich, das Weiß, also Schwarz kann hier mit dem B-Bauern schlagen. Wäre kein Nachteil. Aber wenn wir hier mit dem D-Bauern schlagen, haben wir nämlich die 3 zu 2 Mehrheit auch noch am Königsflügel, am Damenflügel und können hier mit B4 und einen Freibauern bilden. Ja? Und wir können unseren König hier auch annähern. Weiß kann sich hier versuchen, einen Freibauern zu bilden. Ja. Aber am Ende des Tages sind alle Figuren von Weiß weiterhin zur Passivität verurteilt. Die haben keine Einbruchsfelder im schwarzen Lager. Während Schwarz ja problemlos entweder mit B3 Turm C2 spielen kann. Oder er kann sich mit C3 einen Freibauern schaffen, ja, und. Der König ist viel schneller irgendwie aktiv hier gleich. Der weiße König wird viel länger brauchen. Also viele, viele kleine Vorteile ergeben eben auch einen großen. Und deswegen, zack, in der Partie kam Dame D3. Okay, jetzt droht vielleicht mal B2, B3. Ja, um dieses Feld hier wieder auf C4 zu kontrollieren. Und deswegen spielen wir mit Schwarz, oder Botwinning in dem Fall, A5, A4, legt diese beiden Bauern fest. Wir haben die C-Linie kontrolliert, das Feld C4 ist in unserer Hand. Wunderbar. Weiß versucht einen Gegenschlag im Zentrum. Okay. Wir tauschen die Dame, damit ist jedes Gegenspiel von Anfang an komplett verhindert. Und jetzt wieder ein schöner Zug. Auch eine Art von Raumvorteil natürlich, nämlich durch unsere vorgezogenen Bauern hier, ja,
haben wir noch die Möglichkeit, B5, B4 zu spielen. Zunächst einmal, es würde jetzt zum Beispiel entweder das Schlagen auf A3 mit Turm A1 und Bauerngewinn drohen. Es könnte aber auch einfach B4, B3 mit weiterem Raumvorteil. Und wir alle wissen, da möchte ich mal ein kleines Beispiel zu zeigen, Variante, wenn jetzt hier so mal nichts passiert, dass wir dann mit B3 spielen. Was ist jetzt die Hauptidee? Oder eine der Hauptideen? Natürlich können wir jetzt hier Turm C2 spielen, ja, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Okay, ein schlechtes Beispiel, aber von der Praxis her war ich jetzt auch darauf hinaus, dass, sagen wir, der Turm zieht weg, wir machen wieder irgendeinen Zug, dass wir noch ein zweites Motiv in der Luft liegen haben, das wir uns unbedingt merken sollten, denn dieser Raumvorteil dieser weit vorgerückten Bauern bedeutet auch, ja, wenn dieser Bauer ein Freibauer ist, ist der Weg zur Dame nicht mehr weit. Das heißt, wir hätten auch diese Motive mit diesem Läuferopfer liegen dann hier in der Luft. Und dann B2, B1, Dame. Dankeschön. Also deswegen, dieses B4, B3 liegt hier auch ganz, ganz stark in der Luft. Und deswegen wird der Gegner quasi gezwungen, hier auf B4 zu schlagen. Und jetzt sieht das natürlich gar nicht so nach extremem Raumvorteil aus. Aber wenn wir genauer hinschauen, die schwarzen Figuren haben Läufer, der Turm, der Bauer auch noch. Die nehmen dem Weißen schon sehr, sehr viel Platz weg zum Manövrieren. Während der B2 auch noch schwach und in Gefahr ist durch Turm C2-Geschichten. Also hier schon schwierig zu verteidigen. Einmal getauscht, okay. Und der Versuch, über die E-Linie einzudringen, können wir jetzt, natürlich könnten wir jetzt ohne Probleme mit dem König hier anlaufen. Aber Botwinnig sagt sich, ich spiele Turm C2, greife den B2 an. Denn ja, wenn jetzt hier irgendwie ein Schach käme mit Angriff hier auf diesen Turm, auf diesen Bauern, ja, dann haben wir auch immer noch die Option, mit Läufer E1 diesen F2 einfach zu gewinnen. Das heißt, mit anderen Worten, dieses Eindringen hier auf der E-Linie ist überhaupt keine Drohung. Ja. Und wir haben gesehen, obwohl gar nicht so wahnsinnig viele Bauern im gegnerischen Lager waren, die Wirkung und die Kontrolle über die Felder im gegnerischen Lager war hier schon ziemlich erdrückend. Und deswegen hat hier nach Turm C2 der Gegner auch aufgegeben. Sah sehr, sehr einfach aus, aber manchmal ist ja auch in der Einfachheit liegt ja die Kraft. Und ich hoffe, also mir hat das super gefallen. Mal schauen, ob euch das zweite auch genauso gut gefällt wie mir. Wie ihr wisst, bin ich ja großer Karpov-Fan. Und er hat die Partie gegen Kortschnor hier gespielt. Und Moment, Kortschnor hat weiß. Und wieso gucken wir aus weißer Sicht? Uiuiui, kein gutes Zeichen. genau. Kortschnor hat hier einfach gut gespielt. Und das wollen wir uns mal anschauen. Zunächst einmal hat er hier, es sieht so typisch spanisch aus, ja, alles noch nichts Großes passiert. Aber erstens auffällig sind natürlich die entgegengesetzten Rochaden. Das bedeutet, beide Seiten, also der Schwarze hier am Damenflügel und der Weiße hier irgendwie am Königsflügel, werden irgendwie ihre Bauern irgendwie gegen den gegnerischen König irgendwie nach vorne treiben. Das geht am besten beim geschlossenen Zentrum. Und dieser Bauer D5 schließt nicht nur das Zentrum, holt sich auch ein bisschen Raumvorteil, denn erstens, ja, der erste Bauer über der Mittellinie. Wir haben hier diverse Felder kontrolliert, okay, noch nicht entscheidend. Aber dieser Läufer auf B7 wird schon mal ausgeblockt. Das ist schon mal. Und wenn Schwarz mit C7, C6 antworten würde, würde ja auch dieser D6 hier vielleicht ein bisschen schwach oder rückständig werden. Trotzdem wäre nur ein Zug wie C7, C6, im Nachhinein weiß man es ja immer besser, ist ja klar, besser gewesen. Karpov hingegen hatte nicht C6, sondern C5 gespielt.
und hat gedacht, er kommt hier wahrscheinlich rechtzeitig irgendwie dazu, die Bauern vielleicht auch nach vorne zu schieben, ein Gegenspiel zu kreieren und vielleicht diesen Läufer auch über A6 mal auf diese Diagonale zu schicken, wie auch immer. Aber nicht nur Raumvorteil, dass die Figuren wenig Platz zu manövrieren haben, wir sehen auch, dass dieser Läufer auf B7 selber, wo soll der hin? Ja, also der kommt jetzt hier nicht hin, der ist blockiert, bis er hier irgendwas, das dauert ein bisschen, er könnte hier passiv, dann werden die Türme nicht verbunden. Das sind so diese kleinen Feinheiten, die den Raumvorteil angenehm machen. Ja? Wenn Schwarz zwischen vielen kleinen Problemen wählen muss, welches er zuerst löst. Und der Weiße hingegen nutzt die Zeit und kann in der Zeit seine Figuren massiv verbessern. Und das macht er hier, indem er das Feld F5 anvisiert mit dem Springer. Okay, dann würde dieser Springer da stehen, die Bauernwalze könnte hier kommen, ne? Gerade auch dieser Hebel mit G4, G5 gegen diesen Bauern H6, das kennen wir aus dem Muster mit Angreifen mit H4. Ne? Und Karpov zieht erstmal den Läufer zurück, damit die Figur schon mal gedeckt ist. Und jetzt kommt Korch neu an und sagt, G4, ich hole mir weiteren Raum. Ja, das Feld F5 ist noch kontrollierter. Ich drohe aber auch mit H4, G5 vielleicht mal mit Tempo hier auf die Dame und diese Bauernstruktur zu zerstören. Also Weiß ist bereits mit der vollen Initiative zugange, während Schwarz nichts erreicht hat. Im Gegenteil, sein Läufer steht hier einfach nicht gut. Er zieht die Dame zurück, um präventiv dieses G5 nicht mit Tempo zuzulassen. Ja. Trotzdem kommt G5. Und Karpov versucht, die Linien geschlossen zu halten. Das macht ja auch Sinn. Jetzt noch G7, G6. Und dann ist das Feld F5 so ein bisschen unter Kontrolle. Die Dame kann dann vielleicht auch mal hier auf dem Damenflügel irgendwie mithelfen bei der eigenen Initiative. Aber Raumvorteil gepaart mit offenen Linien, mit mehr Aktivität der Figuren. Ne? Und ich glaube, der nächste weiße Zug spielt nicht zwingend nur in der Thematik Raumvorteil, sondern natürlich auch mit Initiative. Und da schwebt natürlich immer alles zusammen, ist ja klar. G5, G6. Da wird ein Bauer geopfert. Warum? Damit wir noch mehr Felder im Gegner schon, also F5 fanden wir ja schon, aber damit wird G5 zum Beispiel auch nochmal freigemacht für unsere Figuren. Und als Beispiel, was soll Schwarz groß machen? Er kann ja diesen Bauern hier nicht stehen lassen. Ja? Dann zieht der Springer irgendwie weg, wohin auch immer. Ja, als Beispiel, dann kann die Dame hier auf H5 schlagen und dann droht hier schon matt auf H7 wegen dem Bauern G6. Also diesen Bauern da stehen lassen ist auch schon schwierig. Mit F6 zum Beispiel dann als Beispiel so, der droht da reinzugehen und zack, zack, matt. Hm? So, deswegen hatte ich das gerade als Partie? Naja, gut. In der Partie folgt natürlich F schlecht G. So, aber dadurch habe ich natürlich auch zum einen das Feld E6, das heißt ein weiteres Feld im gegnerischen Lager, wo ich mit meinem Springer hier wunderbar reinhüpfen konnte. Ich habe aber auch die Linie aufgemacht. Das heißt, Türme brauchen offene Linien, wissen wir auch. Korchnoi spielte den H-Turm nach G1. Aus menschlichem Ermessen ist es doch völlig egal, welchen Turm ich da nach G1 spiele. Ja, so mal prinzipiell, ich schlage dann auf G6 und stelle dann den anderen nach G1. Die Engine ist komplett gar nicht begeistert. Da ich das aber nicht nachvollziehen kann, lasse ich die Varianten weg, weil für mich ist das völlig menschlich, einen Turm auf die G-Linie zu stellen. Ich konnte den Unterschied hier auch nicht erklären und nicht erkennen. Und deswegen will ich da auch nicht groß drauf eingehen. Weiß hat immer noch Vorteile, überhaupt gar keine Frage. Ne? Dame F6 versucht, diesen Bauern zu decken. Und ja, G5, ja, der strebt nach E6. Läufer E7 versucht, das Feld F8 freizumachen für den Springer. Zack, damit der wieder getauscht werden kann und vor allem auch im Zweifelsfalle dieser G6 gedeckt wird.
Und jetzt können wir uns natürlich überlegen, was machen? Sollen wir jetzt hier irgendwie versuchen, mit Gewalt auf... Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen... sollen wir hier immer noch mit Gewalt versuchen, irgendwie auf Matt zu gehen, ja, den Springer tauschen, den G6 zu gewinnen, Mattangriff? Oder sollten wir nicht... wir können ja auch mal die Qualle mitnehmen. Warum nicht? Ja? Und so hat Coach neu gespielt. Und nach Dame F7... Turm D nach F1, auch wieder ein schöner Zug. Er möchte mit F2, F4, den unterstützt vom Turm, ja, weiteren Raum gewinnen, weitere Linien öffnen. Schwarz, ihr seht, wir haben schon einige Züge gespielt und Schwarz ist ja überhaupt nicht vorwärts gekommen mit seinem Angriff, ne, weil er mit Verteidigung beschäftigt war. Jetzt nimmt Coach nur diese Qualität mit und jetzt gucken wir mal. Weiß hat eine Qualle mehr, das ist gut. Ja, dieser Bauer fällt auch nicht wirklich ins Gewicht. Und jetzt wissen wir ja wieder, wir stellen uns immer die Frage, was droht der Gegner? Ja, damit wollen wir ein bisschen Gegenspiel verhindern. Und dieser Springer von F8 droht zum Beispiel über D7, über C5, ja, zumindest auf dem aktiven Feld zu landen, wenn er mit C5, C4 das Feld freigemacht hat. Und deswegen, Gegenspiel verhindern, üben wir selber mit Weiß C3, C4, nageln diesen Bauern auf C5 fest. Und dadurch ist das ganze Springermanöver nicht mehr möglich. Turm B8 versucht irgendwie eine potenziell sich öffnende Linie hier mal irgendwie zu nutzen. Läufer D3. Dame E8 versucht die Dame rüberzubringen. Ja, und hier kam der Zug Turm C1 und der ist auch, naja, Ist leider nicht der allerbeste. Wir schauen uns mal die Variante an. Weiß könnte hier mit F2, F4 noch dynamischer spielen. diesen E-Bauern jetzt hier entfernen. Was ist die Idee? Dieser Läufer, der wirkt ja auch hier immer Richtung G6. Das heißt, wir könnten jetzt hier diesen E-Bauern einen vorschieben und dann mit dem G6 gewinnen und damit natürlich noch mehr Figuren Richtung Schwarzen König schieben. Wäre, naja, vielleicht objektiv etwas besser gewesen, aber wir wollen mal nicht übertreiben. In der Partie ging Weiß zum Damenflügel über und sagte sich, ja, hier am Königsflügel, die ganzen Aktionen haben wir Material gewonnen, ich habe die Qualität mehr. Dieser Bauer mit dem Raumvorteil, der blockiert diesen Läufer ja immer noch. Ne? Das heißt, ich habe neben dem Materialvorteil auch noch im Grunde eine Figur mehr, so eine halbe Figur, nennen wir es mal. Und Karpov spielt tatsächlich natürlich nicht schlecht, versucht sich hier irgendwie zu verteidigen, jetzt auch gegen so Züge wie F4 gerichtet, ja, dass der Punkt B2 vielleicht mal schwach wird. Und er versucht nach besten Kräften hier seine Kräfte zu bündeln, ja, den hier decken, vielleicht mal die Verdopplung vorbereiten. Und soweit alles in Ordnung. Turm G1 und jetzt haben wir hier Druck drauf. Aber der ist doch gedeckt. Warum? Was droht denn Weiß da? Ich glaube, der droht nichts. Karpov hat aber wahrscheinlich irgendwas gesehen, dass er von diesem Angriff hier irgendwie abgekommen ist. Und zieht den Turm wieder zurück. Okay. Damit sind wir dann an der Stelle, wo wir quasi erkennen, dass Karpov selber nichts Aktives mehr machen kann, sondern nur noch warten kann und reagieren kann. Und Weiß kann agieren, also Korchnoi. Und wir wissen alle, Korchnoi und Karpov waren jetzt nicht gerade die besten Freunde. Und ich denke mal, diese Partie wird so ein Hochgenuss für Korchnoi gewesen sein, ja, endlich seinem Gegner mal zeigen zu können, wo der Hammer hängt und so. Dame F1. B4, okay, ich weiß nicht, ob Karpov hier versucht, den Bauernsturm zu initiieren oder ob er sagt, jetzt hängt der Bauer einfach, den darf ich auch noch abgeben, ja, und wenn der Springer dann auch noch hier aktiv wird oder dass die Schließung des Damenflügels insgesamt für Schwarz besser ist, auch wenn es natürlich die eigenen Angriffsmöglichkeiten einschränkt. Läufer E2,
H4. Ja. Und hier könnt ihr jetzt gerne mal reinschauen. Und dieser Zug, der hätte auch, wenn Schwarz nicht H5, H4 spielt, der nächste weiße Zug droht trotzdem und der wäre wahrscheinlich auch trotzdem gekommen. Und hier könnt ihr mal schauen, ob ihr den findet. Denn ein starker Zug. Und nach diesem nächsten Zug wird, wir hatten letztens im Livestream Felderfarbe kontrollieren. Und das passt hier wunderbar rein. Denn Korchneu opfert die Qualität auf G6. Uiuiuiui. Karpov schlägt sogar mit der Dame. Wir gucken mal in eine Variante rein. Was passiert bei Springer G6? Nun, dann kommt natürlich Läufer H5. Und dann sehen wir, der Springer wird fallen. Der Läufer wird dann hier auf den weißen Feldern im gegnerischen Lager stehen. Zusammen mit dem Springer. Ja? Und die Dame wird dann ja auch zum Beispiel über E2 Richtung H5 kommen und dann drohen hier schon Mattgeschichten und so weiter und so fort. Ja, gerade in Verbindung mit dem Springer und dem Läufer hier. Ja, ich glaube, das wird einfach matt. Ne? Das wird man nicht groß verhindern können. Und deswegen, wenn ihr das gesehen habt, habt ihr gutes Stellungsgefühl. Das ist gut. Und Karpov sagt sich auch, ja, nee, matt setzen lassen ist nicht so cool. Spiele ich lieber ein Damenopfer. So, so. Jetzt kommt der Läufer aber trotzdem über die weißen Felder rein. Und wir sehen nicht nur, dass die weißen Felder super schwach sind. Schwarz hat ja auch noch einen weißfeldigen Läufer bekommt, aber die weißen Felder nicht kontrolliert, weil dieser Bauer D5 diesen Raumvorteil so manifestiert hat und die Läuferposition des Läufers A8 so unglücklich ist, dass es einfach zu lange dauert, bis der jetzt mal in die Pötte kommt. Springer F4 versucht das nur abzuwehren. Dame D1. Wir sehen, Weiß wird natürlich weißfelderig operieren. Ne? D3. Ja, den können wir ja auch einfach wegnehmen. Warum nicht? Ist er ein Bauer. Ne? Können wir hier problemlos decken. Wenn wir den jetzt, sage ich mal, weil wir Angst haben vor Linienöffnungen und den Bauern hier stehen lassen würden, wäre natürlich jetzt auch kein größeres Problem, aber wir alle wissen, ja, hier dieser Bauer, auf einmal sind hier, wer weiß, in welcher Zukunft mal Grundreihenmotive und so weiter. Die könnten ein bisschen nerven und stören. Und deswegen hat Korchneu hier mit A mal B diesen Bauern einfach entfernt. Ja? Und so viel Material an Figuren hat Schwarz jetzt auch nicht mehr auf der B-Linie. Er versucht jetzt hier seinen Läufer zu aktivieren. Aha. Endlich. Und jetzt kommt eine kleine Feinheit und ein sehr, sehr starker Zug. Ihr könnt wieder kurz reingucken. Ist natürlich eine Taktik und mit Taktiken verbunden. Aber die Frage, die sich jetzt hier stellt, Weiß will ja hier erstmal vielleicht mit dem Läufer rein, damit die Dame da hinterherkommen kann und so weiter. Welche Figur stört also im schwarzen Lager, das ist der Springer F4. Wie kann ich den Springer F4 loswerden? Springer G2 geht ja nicht, der hängt ja einfach. Dann hat Korchneu wahrscheinlich weiter gerechnet als ihr, denn er hat Springer G2 gespielt. Diesen Springer einfach abtauschen wollen. Karpov, Läufer C8. Wir schauen uns wieder an, warum kann ich den nicht schlagen? Dann kommt natürlich erstmal dieses Schach. Dann Dame H5, jetzt droht schon matt auf F7, was schon schwer genug abzuwehren ist. Ja? Wenn überhaupt mit dem König noch, dann kommt trotzdem Dame F7 und Dame D7. Einfach Schachmatt. Das ist relativ schnell und einfach zu sehen. Deswegen hat Karpov Läufer C8 versucht, um diesen Läufer zu tauschen. Tausch, tausch. Jetzt kommt die Dame mit Tempo auf den Turm. Jetzt wird der Bauer geschlagen. So, da haben wir schon den nächsten Bauern gewonnen mit Weiß. Und jetzt haben wir einfach im Grunde Materialvorteil mit Weiß. Hier haben wir wahrscheinlich auch einfach keine Festung für Schwarz, ja? Weil der Punkt E5 zum Beispiel durch F2, F4 gehebelt werden kann, unter anderem. Deswegen ist diese Stellung hier nicht zusammenzuhalten. Nach Läufer E5, Dame H4, um F8.
Schwarz versucht, so ein bisschen die Kontrolle über F4 zu behalten, damit eben weißes F4 nicht kommt. Und hier dürft ihr zum allerletzten Mal reingucken, den Gewinnplan. Den einfachen Gewinnplan für Weiß. Kleiner Spoiler, er hat mit dem kleinen Bauern, den wir hier im ersten Zug gespielt haben, zu tun. Denn Weiß versucht sich jetzt hier einen Freibauern zu bilden. Und da es mit F4 hier nicht mehr möglich ist, genau, spielen wir halt B4. Ja. Was kostet die Welt? Warum sollen wir am Material kleben? Den Bauern können wir ruhig abgeben. Denn wenn er den schlägt, ja, dann kommt der nächste Bauer. Und dann schlägt er den, ja, dann kommt eben die Dame nach E7 und dann ist der Bauer schon so gut wie durch. Das ist dann, abgesehen davon, dass dann die Bauern hier auch wieder alle zurückfallen, ja, und so weiter und so fort. Oder wir hätten dann hier auch noch einen zweiten Bauern zum Rennen und so weiter und so fort. Und deswegen hat Karp auf Läufer D4 noch gespielt, in der Hoffnung, mit dem Läufer vielleicht zurückschlagen zu können. Aber nach B schlecht C hat er dann, nicht mehr so viel Auswahl. Wenn der Läufer hier schlägt, kommt auch die Dame nach E7. Und jetzt sehen wir, oh, der Läufer ist umgedeckt. Droht E5. Und wenn wir den schlagen, ja, wir konnten es ja nicht verhindern. Läufer D4 sieht super gefährlich aus, aber ist ja am Ende des Tages auch nur ein Schach. Ja, und jetzt sind diese Bauern hier durch, respektive mindestens einer. Und deswegen nach B schlecht C hat Karpov diese Partie aufgegeben. Ja? Schweren Herzens bestimmt. Eine gute Leistung von Korchnoi, muss ich leider anerkennen, auch als Karpov-Fan. Aber ihr habt gesehen, manchmal ist es nur ganz wenig Raumvorteil. Der reicht aber schon völlig aus, dass auf einmal eine Figur oder eine Seite so ein bisschen abgeschnitten ist. Warte, wir gucken noch mal eben hier. Und an welcher Stelle hatte ich es denn markiert? Weiß ich nicht mehr. Finde ich nicht mehr. Irgendwo hatte ich den Läufer auf A8. Ne, hier auf B7, genau. Dass der einfach nicht mitspielt. Ne? Felderkontrolle hat. Und eine schlecht stehende Figur bedeutet ja im Regelfall, die ganze Partie steht schlecht. Auf Großmeisterniveau. Ne? Bei uns natürlich nicht. Ja, Raumvorteil. Ihr seht, ne? Manchmal sind auch die Kleinigkeiten, kleine Sachen wie Raumvorteil, und wenn es nur ein Bauer ist, schon spielentscheidend. Das war's für heute, Freunde. Wir sind durch für heute. Ich sage besten Dank fürs Zuschauen. Auch wenn es heute wieder etwas länger gedauert hat. Ich hoffe, ihr habt trotzdem was mitnehmen können. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.